schlagen. Das ist doch gar nicht mein Stil. Warum ist er denn so grob zu mir? Ja, komm, lass mich das machen. Lana, pass auf dich auf. Diese Frau spielt dir etwas vor, wie sie dir immer etwas vorgespielt hat. Es reicht jetzt! Am Anfang fand ich deine Eifersucht ja noch ganz süß, aber wenn du so weitermachst... Was soll denn daran schlecht sein, dass der Juniorchef weiß, wo seine Grenzen sind? So geht das nicht. Hör auf, meine Freunde blöd anzumachen. Ben, ich... In Venedig habe ich gedacht, dass das mit uns beiden was ganz Besonderes ist. Mach's bitte nicht kaputt. Der alte Wirt sucht einen neuen Pächter. Ich mache dir einen Vorschlag. Du gibst mir 100.000 Euro und bist mich für alle Zeiten los. Ich will, dass du glücklich bist. Bist du dir sicher, dass du mit Ben zusammen sein willst? Emma, vielleicht stürzt du dich da in etwas rein, das du später bereust. Moment, nur weil ich gesagt habe, dass Ben manchmal ein bisschen kindisch ist? Wenn man mit jemandem zusammen ist, dann muss man doch nicht automatisch alles gut finden, was derjenige macht. Das habe ich auch nicht behauptet. Felix, wir zwei sind zwar befreundet, aber mir wäre es wirklich lieber, wenn du dich nicht in Bens und meine Beziehung einmischst. Auch das hatte ich nicht vor. Ich habe mich über Ben geärgert. Und ich will, dass er respektiert, dass wir beide miteinander befreundet sind. Und dass er dich nicht einfach so angehen kann, das muss er auch verstehen. Was übrigens nicht nur für dich gilt, sondern für alle meine Freunde. Aber Ben macht mich glücklich. Er ist genau der Richtige für mich. Du glaubst aber nicht im Ernst, ich lass mal eben 100.000 Euro rüberwachsen, damit du deine eigene Kneipe aufmachen kannst. Also wenn ich dich schon loswerden wollte, liebster Bruder, dann würde ich dich doch nicht ausbezahlen, sondern ganz einfach feuern. Ich bin vielleicht naiv und ein bisschen zu idealistisch und überhaupt nur dein dummer kleiner Bruder. Aber ja, tatsächlich, ich habe gedacht, dass du mir hilfst. Weil wir eine Familie sind, weil ich das Geld brauche, weil du das Geld hast. Willst du noch mehr Gründe hören? Allerdings. Na gut. Ich wollte es eigentlich nicht so deutlich aufs Tapet bringen, aber wenn es nicht anders geht... Ja, was? Wem hast du es denn zu verdanken, dass Barbara von Heidenberg... Sie heißt Silvia. ...deine neue, alte Ehefrau ist? Ah, etwa dir? Absolut. Wenn ich nicht dafür gesorgt hätte, dass Wieland in den Knast kommt, dann wärt ihr beiden jetzt nicht zusammen. Ja, danke. Das meine ich im Ernst. Aber dass du dich dafür bezahlen lassen willst... Gerade, wo du eben den Familienzusammenhalt darauf beschworen hast. Findest du das nicht unter deiner Würde? Das sollten wir öfter machen. Die frische Luft, das tut richtig gut. Hm? Ja, sonderlich begeistert wirkst du ja nicht gerade. Naja, man kann ja auch was anderes machen als spazieren gehen. Snowboard fahren, ja, ich yes. weiß. Das läuft uns doch nicht weg. Ja, aber der Winter läuft uns weg. Dann machen wir es im nächsten. Hör zu. Es geht mir nur darum, dass du nicht gleich wieder zu schnell zu viel machst. Simon, ich bin seit Ewigkeiten aus dem Krankenhaus raus. Seit Ewigkeiten? Das übertreibst du doch total. Das ist noch nicht lange her, da warst du mit deinen Kräften am Ende. Victoria, ich will dich nicht bevormunden, Simon, aber... Simon, du tust es aber. Ich verstehe, dass du es gut meinst, aber du musst mich auch verstehen. Ich will jetzt mein Leben genießen. Aber das kannst du doch auch. Ach komm, indem ich im Schneckentempo durch die Gegend tippe. Ich bin doch keine 80. Ich muss langsam meine Belastung steigern. Ich weiß doch selbst, was ich meinem Körper zumuten kann, aber du lässt mich nicht. Es geht mir doch nur darum... Ich weiß, worum es dir geht. Aber ich habe das Gefühl, du respektierst meine Bedürfnisse nicht. Du versuchst nicht mal, mich zu verstehen. Mann! Hallo, Schatz. Rosalie. Ich hole nur ein bisschen Papier. Ist doch in Ordnung, oder? Und wenn ich Nein sage? Wozu brauchst du es denn? Ich arbeite an einem neuen Business-Konzept für Princess Dirndl und da ist mir das Papier ausgegangen. Wird es ein neuer Versuch, Emmas Entwürfe zu vermarkten? Ich weiß, das übersteigt dein Vorstellungsvermögen, dass ich jetzt wieder richtig arbeite. Und nicht nur hübsch aussehe und die Wohnung umdekoriere, aber
Ich war mal Geschäftsfrau und ich habe noch immer viel auf dem Kasten. Ich habe das überhaupt nicht in Frage gestellt. Warum guckst du so zweifelnd? Herr Zug, ich freue mich, dass du ein neues Projekt hast. Ganz besonders mit Emma. Aber die Frage ist, will sie das überhaupt? Warum sollte sie das nicht wollen? Weil ihr viel Streit hattet wegen der Dirndl. Ach schau, man kann doch mal nach vorne blicken. Hm? Jedenfalls hat Emma gesagt, wenn ich ihr ein anständiges Konzept vorlege, dann schaut sie es sich gerne an. Und wenn es ihr gefällt, gibt sie mir, also uns, noch eine Chance. Na dann. Viel Glück dabei. Was habe ich mir bloß dabei gedacht? Ben vor Felix schlecht zu machen. Und dann auch noch ausgerechnet mit dem Argument, er wäre kindisch. Felix nimmt ihn doch sowieso nicht richtig ernst. Ben ist vielleicht ohne Grund eifersüchtig. Aber mit kindisch hat es gar nichts zu tun. Im Gegenteil. Ich finde es ziemlich erwachsen, zu seinen Gefühlen zu stehen. Ich dagegen. Ich rede hinter seinem Rücken über ihn. Und dann auch noch mit dem Mann, auf den er eifersüchtig ist. Das war echt fies von mir. Kann ich für dich tun? Das Gleiche wollte ich dich gerade fragen. Du hast uns auf den Anrufbeantworter gesprochen. Wir sollten uns bei dir melden. Ach so, ja. Ich wollte mit Rosalie sprechen, aber sie ist nicht zu erreichen. Ihr Handy ist aus. Die arbeitet an einem neuen Konzept für Prinzess Dirndl. Und will dabei wahrscheinlich nicht gestört werden. Hm? Ja. Ja gut, dann muss ich hier mit dir vorlieb nehmen. Hm? Hey. Naja, gut, also auch auf die Gefahr hin, dass ich wieder in ein Fettnäpfchen trete. Wieso wieder? Ja, es gab eine kleine Unstimmigkeit mit Emma. Jedenfalls, und nimm das bitte nicht persönlich, ich freue mich riesig, dass du dich so gut mit Rosalie verstehst, plötzlich. Aber du fragst dich, warum, wo ich bisher nicht besonders viel von ihr gehalten habe. Ganz genau. Ja, es stimmt, ich fand sie immer sehr oberflächlich. Und wahrscheinlich habe ich ihr damit Unrecht getan. Oder besser gesagt, es war nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie das Leben einfach nicht so schwer nimmt. Hm? Und das tut dir gut? Ja, das tut mir sehr gut. Ich will nicht ständig wie eine Kranke behandelt werden. Weißt du, sie käme nie auf die Idee, dass ich zu schwach bin oder sie Rücksicht auf mich nehmen muss. Und das ist gerade sehr erfrischend für mich. Moment, ich denke auch nicht, dass du zu schwach bist. Ich will einfach nur, dass du die Dinge ein bisschen langsamer angehst. Langsamer angehen, bla bla, ich kann es nicht mehr hören. Felix, ich muss doch meine Energie austesten, meine Grenzen selber wissen. Kennst du den Spruch? In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, und du weißt, dass es ein blöder Kalenderspruch ist, hm? Siehst du, deswegen wollte ich was mit Rosalie unternehmen und nicht mit dir darüber reden. Ach, Felix. Simon und du, ihr seht das alles viel zu einseitig. Ich will und möchte nicht ständig in Watte gepackt werden. Keiner will dich in Watte packen. Wir möchten einfach nur, dass es dir gut geht. Ja, und ich möchte leben. Und ab und zu ein klitzekleines bisschen unvernünftig sein. Simon, geht's dir gut? Ach, geht so. Victoria, sie hat in letzter Zeit die absurdesten Ideen. Jetzt will sie Snowboard fahren lernen. Ui, das ist mindestens so anstrengend wie Skilaufen. Was sagst du als Ärztin dazu? Also sie darf sich nicht übernehmen, das ist ganz klar. So war es richtig von mir, ihr das ausreden zu wollen. Bewegung ist das A und O. Aber in Maßen, sie muss langsam wieder anfangen. Ja, nur interessiert Victoria das herzlich wenig. Hey, sie fängt sie schon wieder. Habt ihr euch gestritten? Deswegen? Naja, weißt du, ich freue mich, wenn sie Lust auf irgendwas hat. Allerdings... Machst du dir Sorgen, das verstehe ich. Sie unternimmt inzwischen lieber was mit Rosalie, weil die so begeisterungsfähig und spontan ist. Siehst du mal, wie sich Eltern fühlen, die Verantwortung übernehmen und ihre Kinder schützen wollen? Dabei ist Felix' reizende Freundin eigentlich nur eins. Egozentrisch bis zum Gehtnichtmehr und Verantwortungsgefühl für andere Menschen, Fehlanzeige. Ihr ist es egal, wie es Victoria geht. Hauptsache, sie kommt auf ihre Kosten und es gibt ein Gläschen Champagner dazu. Aber es muss doch irgendwas geben. Irgendwas zwischen halsbrecherischem Snowboarden und langweiligem Spaziergang.
Wenn Simon mir seinen Knochenmark nicht gespendet hätte, dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Leben. Und ich will auch nicht undankbar sein, aber muss er mich immer noch so behandeln, als läge ich auf die Isolierstation? Ich will einen Freund, kein Krankenpfleger. Ein bisschen kann ich Simon schon verstehen. Da geht's mir nicht anders. Victoria, du warst krank, schwer krank. Das war auch für uns nicht leicht. Wir waren vollkommen ohnmächtig, konnten nichts tun. Felix, ich war doch auch ohnmächtig und konnte nichts tun. Du hast um dein Leben gekämpft. Wir saßen da, wir mussten warten. Wir haben gehofft, dass du schaffst. Ja, aber warum wollt ihr nicht begreifen, dass das endlich vorbei ist? Himmel, weil es nicht vorbei ist! Victoria, du hattest Leukämie. Es tut mir leid, dass ich das so hart sagen muss. Und du weißt genau, dass man erst dann als geheilt gilt, wenn man ein paar Jahre keine Rückfälle hat. Danke, aber selbst ich habe diese wertvolle Information bekommen. Okay, du willst es verdrängen. Felix, ich muss. Mir bleibt nichts anderes übrig, sonst drehe ich durch. Ich sehe ja auch, was du seitdem für eine Energie entwickelst und was du für eine Lebensfreude an den Tag legst. Nur ich weiß, wie es in mir aussieht. Nicht du, nicht Simon, nicht Frau Konopka oder sonst irgendjemand. Ich weiß, ich muss vorsichtig sein. Aber Felix, mir wurde ein zweites Leben geschenkt. Ich habe mir vorgenommen, keine Gefühle mehr zu unterdrücken, mein Leben zu leben und nie, nie wieder Kompromisse einzugehen. Aus einer Erfahrung weiß man erst, was das Leben eigentlich bedeutet, oder? Wie auch immer. Ich weiß, ich muss auf mich aufpassen. Dafür ist mir das Leben noch viel zu wertvoll. Okay. Ich habe eingesehen, Simon und ich können nicht in dich hineinschauen. Aber wir können dich auch in Zukunft mit unseren guten Ratschlägen nerven. Ich freue mich jetzt schon drauf. Bist schon zurück aus Venedig? Siehst du doch. Du hast mir gar nichts mitgebracht oder dich wenigstens zurückgemeldet? Sind wir beim Bund oder was? Erzähl doch mal ein bisschen. Ich habe eigentlich keine Zeit. Was ist denn los? Ich will doch nur wissen, wie es dir geht. Das ist doch ganz normal. Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Ob ich dir trauen kann. Ben, hör auf. Ich hab dir doch erklärt, dass... Du interessierst dich doch nur deshalb dafür, wo ich war und was ich treibe, weil du Angst hast, ich gehe zur Polizei. Warum solltest du das tun? Um dich anzuzeigen. Du bist eine Mörderin. Ich wollte mich stellen, hast du schon vergessen? Und du hast mich daran gehindert. Weil du dich zu dem Zeitpunkt an nichts erinnern konntest. Du warst ein völlig anderer Mensch. Silvia Wielander. Das bin ich doch noch. Und wenn sowas passiert wie neulich, dass ich die Beherrschung verliere, dann tut das weh. Es tut auch weh, wenn ich mich erinnere an all die schrecklichen Dinge, die ich getan habe. Das kann ich mir denken. Ben, du bist das Wichtigste in meinem Leben. Ich bin so froh, dass ich dich wiedergefunden habe. Und deswegen möchte ich einfach Zeit mit dir verbringen. Was Schönes unternehmen. Das mache ich mit meiner Freundin. Ich bin ihm schon groß. Oder links? Sag schon, rechts oder links? Wie siehst du überhaupt aus? Okay, links. Tada! Ach, verstehe, du willst dich nicht allein zum Affen machen. Sehr witzig. Falsch. Du hast Angst, dass ich mich bei unserem nächsten Spaziergang erkälte? Wieder falsch. Wir machen Langlauf. Du bist schließlich nur keine 80. Skilanglauf. Ich gebe zu, Rentner machen das auch, aber es fordert dich immer mehr, als ständig nur durch die Gegend zu tippeln. Simon. Victoria, komm. Pass auf. Wir gehen Snowboard fahren. Später. Du musst das Ganze einfach mal ein bisschen sportlich sehen. Ja? Du bist praktisch gerade wie ein Fußballspieler, der lange Zeit verletzt war. Und bevor dich dein Trainer, ich, wieder für die vollen 90 Minuten einsetzt...
Ganz schön raffiniert. Du ordnest mir also ein Aufbautraining an, bevor du deine Spielerin, also mich, wieder aufs Feld lässt, hm? Exakt. Du darfst zurück aufs Feld. Aber in wohldosierten kleinen Übungseinheiten. Und eine davon heißt Skilanglauf. Okay, Trainer. Gute Musik, die du da hörst. Mhm. Bist du mir noch böse? Vielleicht. Entschuldigung. Ich hätte Felix nicht so anmachen dürfen. Aber es fühlt sich irgendwie komisch an, dass du noch einen anderen besten Freund hast außer mir. Trotzdem kein Grund, sich wie ein eifersüchtiger Ehemann aufzuführen. Das ist kindisch. Ein bisschen. Ich möchte nicht noch eine Baustelle. Ich möchte einfach nur genießen, mit dir zusammen zu sein. Noch eine Baustelle? Nichts Schlimmes. Mit meiner Mutter läuft's momentan nicht so rund. Ist die vielleicht auch eifersüchtig? Auf wen denn? Vielleicht. Und das wäre ja noch kindischer. Unternimm doch bei Gelegenheit mal wieder was mit ihr. Ich brauche sowieso ein bisschen mehr Zeit für mich. Also, beziehungsweise für meine Dirndl. Okay. Wenn sich's ergibt. Aber nicht heute Abend. Oder musst du dich da um deine Dirndl kümmern? Wieso? Hast du etwa eine bessere Idee? Überhaupt nicht. Ich glaube, das wird echt lustig. Das glaube ich auch. Ja, hallo, na? Geht's auch auf die Piste? Ja, aber bestimmt nicht auf die gleiche wie Sie. Ich fahre auf zur Hochklammalm. Hab vor, Snowboard-Kurse anzubieten für die Gäste. Ja, und dann muss ich natürlich ein paar Strecken testen. Ja, klingt super. Wir bleiben aber ein paar Etagen tiefer auf den Loipen. Ich glaube, Herr Heinemann weiß, was wir vorhaben. Genau, wir wollen frische Luft tanken, ein bisschen Kondition aufbauen. Das ist alles bestens. Na dann, viel Spaß. Sorry, ich muss, sonst verpasse ich noch einen Bus. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Wir sollten auch sehen, dass wir in die Gänge kommen, weil die Tour, die ich für uns vorgesehen habe, die ist nicht ohne. Mhm. Ja, und ich habe mir gedacht, um das Ganze ein bisschen spannend zu machen, nehmen wir einfach die Zeit. Miteinander oder gegeneinander? Entschuldigung, als Wettrennen natürlich, damit du dich auch richtig gefordert fühlst. Ah ja, und was bekommt die Gewinnerin? Oder der Gewinner. Komm. Was willst du denn hier? Ach, Emma, du hast ja ein neues Bett. Ist wohl nötig geworden, seitdem du öfter Herrenbesuch hast. Also, ich habe den ganzen Tag vorm Computer gehockt, alles durchkalkuliert, ein paar Marketingstrategien überlegt, Firmenprofil, sogar ein paar Exportmöglichkeiten, aber das musst du dir unbedingt anschauen. Eine grandiose Idee, was den Vertrieb betrifft. Danke, das ist super, aber morgen, ja? Aber ich bin doch so gespannt, was du davon hältst. Morgen. Waren so lange kann ich nicht warten. Morgen. Ach Emma, ich habe gedacht, du willst jetzt endlich Erfolg haben mit den Dirndln. Hm? Da muss man auch mal über seinen Schatten springen und auf ein bisschen Freizeit verzichten.
Außerdem hast du mich doch selbst darauf angesetzt, ein neues Geschäftskonzept zu machen. Ja, und ich freue mich auch riesig, das alles irgendwann mit dir durchzugehen, aber nicht jetzt. Also kannst du ja ganz schnell einen klitzekleinen Blick drauf werfen. Hm? Rosalie. Ich wusste gar nicht, dass deine Schwester schwerhörig ist. Vielleicht braucht sie es schriftlich. Tut dann eben nicht. Gut, Herr Kohler. Aber geben Sie das Geld nicht gleich auf einmal aus, hm? Wir sehen uns dann in Peru. Mein Mann, der freut sich schon sehr auf... Was? Ja, sind Sie jetzt vollkommen übergeschnappt? Japan? Das ist mir völlig egal, wer hinter Ihnen her ist. Wir haben eine Vereinbarung. Wie soll ich denn meinem Mann klar machen, dass ich jetzt auf einmal nach Japan will? Gut, das klingt schon besser. Wann kann denn dieser Geschäftskollege in Deutschland sein? Ja gut, dann muss ich das Gift irgendwie selbst nach Peru bringen. Mein Gott, weil die Polizei da wahrscheinlich weniger Fragen stellt, wenn jemand plötzlich tot aufgefunden wird. Er soll sich dann einfach nochmal bei mir melden, ja? Wiederhören. Na komm, lass ihn nicht stören. Wir waren gerade fertig. Ah ja? Hast du etwa Geheimnisse vor deinem frisch angetrauten Ehemann? Hm? Du durchschaust mich einfach immer wieder. Nein, bitte, sonst wird das nichts mit meiner Überraschung. Also gut, das war das Hotel in Lima. Mhm. Da will ich dich nämlich mit etwas ganz Besonderem verwöhnen. Nein, aber mehr sage ich nicht. Also gut, ein letztes Detail, aber dann ist Schluss. Ich freue mich so darauf, endlich mit dir allein zu sein auf unserer Hochzeitsreise. Sag mal, hast du schon... Na, was kommt denn jetzt? Die Sache mit André, weißt du. Naja, ich bin da nicht unschuldig und... Habt ihr euch versöhnt? Na komm, zerbrich dir nicht den Kopf darüber. André ist nachtragend. Aber eines Tages beruhigt er sich wieder. Ich kenne das schon. Deswegen will ich jetzt nicht weiter drüber nachdenken, sondern mit meiner Frau... So, und Augen aufmachen für unsere Siegerin. Na, ich sehe schon, du bist total begeistert. Ne? Erst langweiliges Langlaufen, jetzt noch viele Vitamine. Simon, ich hab nichts gegen die Vitamine und das Langlaufen war auch nicht langweilig. Aber ich finde, wenn du schon ein Wettrennen ankündigst, dann sollte es auch fair sein. Ja, es war doch fair. Wir haben beide unser Bestes gegeben und du hast gewonnen. Ich hab doch nur versucht... Simon, ich finde es sehr süß, was du dir alles ausdenkst. Aber mich absichtlich gewinnen lassen ist gegen die Regeln. Hab ich nicht. Simon, ich möchte ernst genommen werden. Und ich möchte auch ehrlich kämpfen. Oder fändest du es toll, wenn ich jemand... Okay, pass auf. Nicht schon wieder die alte Leier. Ich würde auch nicht ständig dasselbe runterbeten. Tust es aber trotzdem. Pass auf. Kannst du nicht mal ausnahmsweise eins versuchen? Vergessen, dass ich krank war. Denk doch einfach mal daran, was ich für eine Schreckschraube sein kann. Hm? Okay, das ist leicht. Sag mal... Rein theoretisch. Was würde ich bekommen, wenn ich mit dir Snowboard fahren gehe? Auf jeden Fall etwas mit ganz viel Zucker, ganz viel Fett und Alkohol und nicht so ein Gesundheitsfraster. Mhm. Ehrlich? Wann? Am Wochenende, du Schreckschraube, vorher kann ich nicht. Emma? Ben? Was ist das eigentlich? Eine Mappe? Wieso fragst du mich, was das ist? Das siehst du doch. Überhaupt, wie kannst du jetzt an etwas anderes denken als an... Hast du...
Rosalie tatsächlich beauftragt, einen Businessplan zu erstellen? Ich will nur wissen, ob du wirklich wieder mit ihr zusammenarbeiten willst. Weiß ich noch nicht. Nach all den schlechten Erfahrungen, die du mit ihr gemacht hast, wäre das bescheuert. Was meinst du, weshalb ich sie vorhin weggeschickt habe? Wir haben sie weggeschickt. Umso schlimmer, dass du jetzt damit anfängst. Ich höre sofort damit auf, wenn du mir... Keine Chance, Emma. Du kämpfst mit unfairen Mitteln. Ich bin eine Frau. Ich darf das. Nix da. Okay. Du willst also über Rosalies Entwurf reden, ja? Hm? So ganz seriös? Hm? Gut, dann ziehe ich mich jetzt erstmal ganz seriös wieder an. Unfair. Böses Fahren. Max, könnte ich den Plan für den Fitnessbereich bekommen? Natürlich. Bitte. Danke. Das ist die Anmeldeliste für die Snowboard-Kurse. Es gibt einen für Anfänger und einen für Fortgeschrittene. Mhm. Sagst du bitte auch den Kollegen, dass er die Gäste informiert. Mach ich. Wie war es denn auf der Hochklammalm? Ideale Pisten für alle Levels. Sagen Sie, Ihr Snowboard-Kurs ist ja nur für Gäste? Im Prinzip schon. Warum? Naja, nach unseren aufregenden Langlauferfahrungen konnte ich Simon davon überzeugen, mit mir Snowboarden zu gehen. Ist doch schön. Ja, allerdings, ja, ich will nicht wie eine blutige Anfängerin dastehen, wenn wir am Wochenende losziehen. Sie sind noch nie Snowboard gefahren. Das hätte ich nicht gedacht, so sehnsüchtig, wie Sie gestern auf mein Brett geschaut haben. Oh, das haben Sie bemerkt. Naja, auf jeden Fall denke ich, wenn Simon sieht, dass ich es schon ein bisschen kann, dann macht er sich nicht ganz so viele Sorgen. Und außerdem, ich will es unbedingt lernen. Na schön. So viel Eifer sollte man nicht mit irgendwelchen Vorschriften im Weg stehen. Sie meinen... Ja, ich kann sie unter die Gäste schmuggeln. Aber wie sie verraten mich, dann kriege ich Ärger. Das würde ich niemals tun. Gut. Ich gehe gleich mit ein paar Gästen zur ersten Kurseinheit. Kommen Sie doch mit. So, wer möchte denn noch Tee? Schläft Marie noch? Nee, die ist schon im Hotel. Die Arme. Ohne ein ordentliches Frühstück käme ich gar nicht in die Gänge. Was liest denn du da eigentlich, ja? Hm. Rosalie hat mir ein bisschen was zusammengeschrieben, wie sie sich unsere Zusammenarbeit vorstellt wegen der Dünne. Mhm. Und Emma ist immer noch so naiv zu glauben, dass das funktionieren könnte. Aha. Sehe ich da schon die ersten Wölkchen über dem jungen Glück aufziehen? Das liegt ganz bei Ben. Ich habe mich nämlich ehrlich gesagt überhaupt noch gar nicht entschieden. Ich finde, du solltest das Zeug gleich in den Müll werfen. Guten Morgen. Also für die Speisung der 5.000 habe ich ein bisschen zu wenig. Da müssen Sie wohl gleich noch mal los, Herr Sonnenwickler. Ja. Und eigentlich wäre die Marie jetzt auch noch hier. Also seid bitte so nett, wenn Nachwuchs ansteht, sagt rechtzeitig Bescheid, dass wir anbauen können. Alfons, du, aber wirklich, wir brauchen fast einen größeren Tisch. Johann kommt ja auch noch. Wo ist denn der eigentlich? Der ist in München. Warum fragst du? Ich bräuchte bitte eine Tasse. Ja, natürlich. Und einen Teller und ein Messer und alles. Gar nichts. Komm, bitte. Danke. Komm, ich gebe dir mal Kaffee. Ja, bitte. Dankeschön. Milch und Zucker brauche ich dann bitte. Legat. Danke. Was denn? Was hältst du davon, wenn wir zwei einfach im Fürstenhof frühstücken? Ach, das kommt überhaupt nicht in Frage. Wir sind doch eigentlich schon fertig. Logo, kein Problem. Nee, nix da. Du hast dir ja gerade erst ein Brot gemacht. Komm. Wiegzehrung. Ach. Ja, und das mit dem größeren Tisch. Sowas passt doch gar nicht hier rein. Ach, das geht überhaupt alles. Aber wenn Marie und Johann da sind, dann wird's eben ein bisschen eng. Das ist nur alles eine Frage der Organisation. Hm. Wir können ja auch in Schichten frühstücken. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Von unserem Tisch ist noch niemand vertrieben worden. Bei den Sonnenbichlers hat jeder Platz. Dankeschön.
Ciao. Ciao. Morgen. Hallo. Kann ich auch eine Tasse abhaben? Ja klar, ist aber nur Kräutertee. Ja, das macht nichts. So hätte ich Sie gar nicht eingeschätzt. Als den Kräutertee-Typ. In der Not. In welcher Not? Ich war gestern in München und hab unsere Plastik... Ihre Plastik? Gut, ich hab die Plastik zum Auktionshaus gebracht und da habe ich ein paar Freunde getroffen. Wir haben Wiedersehen gefeiert und da ist es natürlich nicht bei einem Bier geblieben. Da ist Kräutertee natürlich die beste Medizin. Danke. Noch besser wäre natürlich, weniger Alkohol zu trinken. Ja, und jetzt? Wie geht's jetzt weiter für Sie? Tja, also erstmal muss die Plastik verkauft werden. Dann werde ich mich um Felix Schulden kümmern, sie zum Essen einladen. Mein Finderlohn? Und dann machen wir wieder auf den Weg nach Kanada. Aber Sie freuen sich nicht drauf, oder? Warum schauen Sie so betrübt? Doch, ich freue mich schon drauf. Ich habe einfach nur einen Brummschädel und außerdem muss ich mich jetzt um eine neue Bleibe kümmern. Wie, haben die Sonnenblich das hier rausgeworfen? Nein, ganz im Gegenteil. Die würden sogar anbauen, um mich zu behalten. Aber ich möchte ihre Gastfreundschaft nicht überstrapazieren. Und außerdem tummeln sich da jetzt schon genügend Leute. Wie wär's, wenn Sie bei mir einziehen? Das Sofa kennen Sie ja schon. Ich kann doch nicht einfach so bei Ihnen einziehen. Natürlich müssten Sie nicht auf dem Sofa schlafen. Es gibt doch noch ein richtiges Bett. In einem Extrazimmer. Danke für die Einladung, aber ich meine, wie sieht denn das aus, wenn wenn wir beide... So hätte ich Sie auch nicht eingeschätzt. Als jemand, der was darauf gibt, was die anderen Leute denken. Naja. Eigentlich haben Sie recht. Ist mir vollkommen wurscht, wenn sich die Leute das Maul zerreißen. Wissen Sie was? Wir beide, wir gründen jetzt eine WG. Hallo, das ist die Mabel von Victoria Tarasch. Ich bin derzeit nicht zu erreichen. Bitte hinterlasst mir eine Nachricht. Hallo, Herr Sonnenblichler. Max, servus. Haben Sie Victoria heute zufällig schon gesehen? Ich bin noch nicht sehr lange im Haus, aber... Haben Sie sie jetzt schon gesehen oder nicht? Nein, tut mir leid. Ach, da. Es wird noch mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Ja, wo warst du denn? Warum ist dein Handy nicht an? Danke nochmal für alles. Gern geschehen. Jederzeit wieder. Bei einer so begabten Schülerin. Kommst du glauben, dass wir heute das erste Mal auf dem Brett standen? Also. Psst. Nicht weiter sagen. Aber Herr Heinemann hat mich mitgenommen zu seinem Snowboardkurs nur für gestern. Du warst Snowboard fahren, ohne mich. Ja, na, ich muss mich doch vorbereiten für unseren nächsten Wettkampf. Und da brauchst du dann nicht mehr so zu tun, als wärst du mir überlegen. Ich schlag dich für mich auf jeden Fall. Obwohl wir hier schon viele Leute untergebracht haben. Aber dass Marie hier und du natürlich hier wohnen, das freut mich ganz besonders. Tja, die Verbundenheit zwischen Müttern und Töchtern werden wir Männer wohl niemals begreifen. Ich weiß natürlich, dass Marie selbstständig ist und erwachsen. Und umso mehr freut es mich, dass sie immer noch bei ihren Eltern sein will. Und dass wir nicht nach Genf gezogen sind, wollten Sie sagen, ne? Du hältst mich wohl für sehr gluckenhaft. Ein bisschen vielleicht, aber genau das liebt Marie an Ihnen, das weiß ich. So, ich muss jetzt mal langsam ins Bad, bevor Herr Gruber nachher auftaucht und in die Wanne will. Der will nie in die Wanne. Trotzdem, wenn er erst mal wieder hier ist, müssen wir alle noch früher aufstehen, um rechtzeitig fertig zu werden. Was natürlich nicht heißt, dass er hier nicht herzlich willkommen ist. Also bei aller Wertschätzung, lieber Xaver, aber glaube ich, das hättest du nicht zu entscheiden. Ja, ich helfe natürlich weiter mit dem Abräumen. Du, Xaver, denkst du noch manchmal an Genf und an die Stelle, die sie dir angeboten haben? Tut dir schon ein bisschen leid, dass du es nicht angenommen hast, ne? Ja, aber ohne Marie werde ich nirgendwo hingehen. Auch nicht dann, wenn sie die gesamte Familie Saalfeld hier aufnehmen. Ich werde hier bleiben. Hier bist du. Ich habe dich schon überall gesucht. Hast du es gelesen? Ja. Klingt ganz solide. Sind ein paar gute Ideen dabei. Was hältst du davon, wenn wir einen Partnerschaftsvertrag aufsetzen? Also bist du einverstanden?
Möchtest du was trinken? Nein, danke. Ah, okay. Aber warum denn ein Vertrag? Hm? Und was für einen denn? Wie gesagt, einen zwischen Geschäftspartnern, so wie das bei jeder Firmengründung üblich ist. Das heißt, du findest mein Konzept zwar gut, aber du vertraust mir immer noch nicht. Ich möchte bloß verhindern, dass es diesmal wieder zu Missverständnissen kommt. Ich möchte, dass alle Aufgaben ganz genau geregelt sind und dass keine über den Kopf der anderen hinweg entscheiden kann. Du hast ganz schön dazugelernt. Heißt das, du hast nichts dagegen, wenn ich einen Anwalt frage? Habe ich denn eine Wahl? Aber wir stoßen auf jeden Fall noch richtig darauf an. Hm? Kommst du heute Abend zu uns, ja? Was ist denn? Was schaust du denn so? Ich finde es ja nett, dass du mich zu dir einlädst. Aber lernst du eigentlich nie dazu? Du bist schon wieder genauso unsensibel wie gestern Abend. Ja, Ben kann natürlich auch kommen. Es tut mir leid, dass ich da gestern bei euch so reingeplatzt bin. Aber weißt du, ich war einfach so gespannt, was du von meinem Vorschlag hältst. Warst du noch nett? Sehr sogar. Ich finde es ja toll, dass du endlich auf meinen Ratschlag gehört hast. Ich habe dir schon immer gesagt, du sollst das mit Ben anfangen. Ja, ich gebe zu. Also mein Typ ist er ja nicht, aber du scheinst glücklich zu sein. Bin ich. Ich liebe ihn. Was hältst du sonst davon? Dass du einen neuen Anlauf starten möchtest, um den alten Wirt zu übernehmen. Das auch. Und dass dein Onkel mir keinen Kredit geben will. Was erwartest du eigentlich? Ein bisschen Familiensolidarität. Ach komm, ich bitte dich. Ich kann Werner verstehen, dass er da nicht investieren möchte. Du würdest ihm direkte Konkurrenz machen, ist doch klar. Er wäre sogar beteiligt. Lass die Finger davon. Hm? Also wenn du so negativ bist, dann kannst du dir deine Kommentare aussparen. Entschuldige mal, du hast mich doch gerade eben gefragt. Ja, aber ich dachte, du unterstützt. Ja, okay, bitte. Meine ehrliche Meinung, hier. Es geht dir überhaupt nicht um das Geschäftliche. Du bist sauer auf Werner, das ist der Punkt. Irgendwas hast du gegen seine Frau, warum auch immer. Und weil er sie sich von dir nicht madig machen lässt, suchst du einen anderen Grund, um Streit anzufangen. Du bist ein ganz Schlauer. Nee, aber ich kenne dich. Und wenn du so drauf bist, steckt immer irgendwas anderes dahinter. Was denn, wenn du schon meine Gedanken lesen kannst? Vielleicht ist es ja genau das Gegenteil. Vielleicht stänkerst du deswegen so gegen Werner, weil du dich in seine neue Frau verliebt hast. Hm? Du spinnst doch wohl was. Also wenn so deine Unterstützung aussieht, dann können wir uns die Diskussion auch sparen. Ja. Ja, vielleicht bin ich heute wirklich nicht ganz der richtige Gesprächspartner. Hm. Es geht um Victoria. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass es lange dauert, bis man sich von so einer schweren Krankheit erholt hat. Heute war sie Snowboard fahren, Snowboard. Obwohl wir das erst am Wochenende geplant hatten. Nein. Also deine Probleme möchte ich haben. Was erwartest du? Dass Simon einen Luftsprung macht, wenn du allein zum Snowboarden gehst? Er hat Angst, du überanstrengst dich. Außerdem, warum gehst du überhaupt mit dem Heinemann? Das hat sich nun mal so ergeben. Erwarte kein Mitleid von mir. Und dann hat er auch noch richtig toll reagiert. Er hat sich jede bissige Bemerkung verkniffen. Und sowas ärgert einen richtig. Naja, sagen wir mal so, mein schlechtes Gewissen erleichtert es jetzt nicht gerade. Das geht nicht mehr lange gut so. Wir müssen aus diesem Teufelskreis raus, sonst zerfleischen wir uns noch gegenseitig. Weißt du, jeder versucht, auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Keiner sagt, was er wirklich möchte. Das ärgert uns, das wiederum versuchen wir zu unterdrücken. Und das ist ein richtig gutes Rezept für eine harmonische Beziehung. Und jetzt willst du von mir wissen, wie du die Lage entspannen kannst. So aus männlicher Sicht, oder? Nein, danke, mein lieber großer Bruder, das kläre ich schon selber. Deswegen bin ich auch hier. Ich möchte für Simon einen lustigen Abend organisieren, um mich bei ihm zu entschuldigen. Mit Wein, Weib, Gesang und allem, was dazugehört. Es wird nur eine klitzekleine Orgie, aber dafür bräuchte ich den Schlüssel für den Weinkeller. Ich frage jetzt nicht weiter nach. Hier, viel Glück. Danke. Und das Abrechnen wegen der Weine machen wir später, okay? Danke.
Wir sehen uns dann später bei uns. Ich glaube, es gibt ein Schweinsbraten. Ich bin nicht am Weg zu euch. Was? Wo willst du denn da mit den Koffern hin? Vielleicht doch schon nach Kanada? Nein. Ich habe noch was zu erledigen. Außerdem möchte ich eure Gastfreundschaft nicht länger strapazieren. Ach, strapazieren, papalapap. Es ist uns eine Freude, wenn du da bist. Außerdem warst du die letzten Tage sowieso in München. Du, ich hab dich wirklich schmerzlich vermisst. Ehrlich, bei dem ganzen jungen Gemüse, das bei uns daheim rumwuselt. Es wird Zeit, dass wir mal wieder so einen richtig zünftigen Männerabend einlegen. Ja. Keine Angst, Alfons, ich lauf dir nicht weg. Ich ziehe nämlich zu Frau Dr. Konopka. Was? Wieso das denn? Wieso soll ich auf der Straße übernachten? Nein, aber das ist eine unerwartete Konstellation. Ja, wie kommt denn das zustande? Du und die Frau Doktor. Da schau her. Wir beide, wir sind so gut wie verlobt. Den Schlüssel holen und da habe ich gemerkt, dass die Tür offen steht. Immer herein spaziert in die gute Stube. Naja, vielleicht hast du ein paar Tipps für mich. Ich gebe nämlich heute Abend ein Essen zur Feier des Tages, weil Emma einverstanden ist, dass ich wieder ihre Dirndl verkaufe. Gratulation. Naja, also es ist noch nicht alles in trockenen Tüchern, aber es sieht ganz gut aus. Und du? Ach, ich versuche Simon etwas aufzumuntern. Der Ärmste musste sich schon wieder tierisch über mich aufregen. Oh, was hast du denn angestellt? Eigentlich bist du daran schuld. Ja, weil du nirgendwo aufzutreiben warst, als ich snowboarden wollte. Ich war bei der Kosmetikerin. Ach. Aber wie wär's denn, wenn ich dich und deinen Liebsten heute mit einlade, hm? Gerne. Ich halte mich auch zurück mit blöden Kommentaren, wenn Simon wieder anderen auf Spaßbremse macht, hm? Da bitte ich drum. Ich liebe Simon und er liebt mich, sonst würde er sich nicht so viele Sorgen um mich machen. Das war doch nur ein Witz, also kommt ihr? Gern, nur muss es unbedingt ein Essen sein? Ich finde das Ganze ein bisschen zu förmlich. Naja, ich dachte eher an einen gemütlichen Abend und eine Weinprobe bei Käse und Brot und so. Und dazu vielleicht etwas Gesang, Karaoke und vielleicht ein paar Spiele. Klar, von mir aus. Bleibt trotzdem noch die Frage, welche Weine, weil das reicht noch nicht für 6 Personen. Naja, nicht so ganz, aber ja, was trinkst du gerne? Wie soll ich das denn wissen, bevor ich probiert habe? Was macht denn deine Approbation? Das Verfahren wegen unterlassener Hilfeleistung läuft noch, aber ich hoffe, es wird bald eingestellt. Hallo, Frau Dr. Konopka. Hallo, Herr Saalfeld. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie meinen Vater aufgenommen haben. Hat mich ein bisschen überrascht. Ich hoffe, Sie haben kein Problem damit. Nein, wenn ich ein Problem damit hätte, dann hätte ich es mir auch nicht angeboten. Du lässt den Gruber bei dir wohnen? Was dagegen? Ja, nein. Ist deine Entscheidung. Trotzdem, es würde mich interessieren, wie ihr auf diese Idee gekommen seid. Du, das ist eine lange Geschichte. Läuft da was zwischen euch? Ja, klar. So einen ähnlichen Scherz hat mein Vater vorhin auch gemacht. Das ist genau der Grund, warum wir zusammen leben wollen. Wir haben einfach den gleichen Sinn für Humor. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als deine Schulweisheit sich träumt. Es geht um einen Gesellschaftervertrag. Ach so, das heißt, ich kann einfach jederzeit bei Ihnen vorbeikommen. Wunderbar, dann machen wir das so, Herr Pachmeier. Gut, danke, mach ich. Wiederhören. Deswegen telefonierst du mit meinem Onkel? Juristische Hilfe, damit alles korrekt läuft, wenn ich mit Rosalie die Firma gründe. Du machst tatsächlich ernst. Deine Schwester nutzt dich aus. Warum lernst du denn nicht aus deinen Fehlern? Ben, es passt mir nicht, wie du Rosalie verurteilst. Das letzte Mal, als ich dich betrügen wollte, habe ich dich gerade noch gerettet. Glaubst du wirklich, ich würde eine Firma mit ihr gründen, wenn ich das Gefühl hätte, dass sie mich wieder über den Tisch ziehen will? Ach Emma, dein Gefühl
Warum spielst du dich jetzt als seriöser Geschäftspartner hier auf? Na, immerhin warst du derjenige, der seinen Kumpel Jimmy Engelhardt vorgeschickt hat, um meine Dirndl zu kaufen von deinem Geld. Mann, damit wollte ich dir doch einfach nur helfen. Ja, danke. Aber wenn es um meine Firma geht, dann... Ben, ich freue mich über jede Minute, die wir zusammen sein können. Privat. Aber wenn es um mein Geschäft geht, dann halte ich da bitte raus. Dein Freund ist extra langsam gelaufen, damit du beim Skilauf gewinnst. Oh, das finde ich aber süß. Ich mittlerweile ja auch. Mm. Der schmeckt aber schon mal richtig gut. Mhm. Wollen wir trotzdem zum nächsten übergehen? Mhm. Gut. Was wird denn das? Das wird eine Überraschung, also... Tolle Überraschung. Wenn du dich mitten am helllichten Tage besäufst. Nachdem du jetzt schon mit Nils Heinemann auf der Piste warst, was kommt als nächstes? Der Mount Everest? Simon, reg dich ab. Ich hab Victoria nur gebeten. Frau Engel, halten Sie doch zur Abwechslung einfach mal die Klappe. Ich hab die Nase sowas von gestrichen voll davon, wie achtlos du mit dir umgehst. Verdammt nochmal, dafür habe ich dir meinen Knochenmark nicht gespendet. Die Hildegard und ich, wir haben vorhin gerade ein bisschen spekuliert, ob ihr zwei euch nicht ein bisschen näher gekommen seid. Um etwas aufzubauen, braucht man vor allem Geld. Das haben Sie nicht. Tja, wenn Ihr junger Freund nicht so gerne zündeln würde, sähe das wahrscheinlich etwas anders aus. Es ist immer nett, wenn man Freunde hat, die an einen denken. Ben? Halt! Ich kenne Sie doch. Was machen Sie hier? Ben ist mein Freund. Ach, und deswegen bringen Sie hier ein?